Willkommen zurück, eine neue Folge WoW. Diesmal nicht The Burning Crusade Classic, sondern ich habe ein Video gefunden, in dem jemand die Grafik von WoW leicht aufgepimpt hat, würde ich sagen. Und hier könnt ihr es euch mal angucken, mit neuer Engine-Grafik quasi, wie Orgrimmar aussieht, wie hier ein Ork entlang läuft, der auch sehr, sehr detailreich ist. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese Grafik findet, ob ihr es begrüßen würdet, wenn vielleicht ist es ja möglich, mit Microsoft dann zusammen, dass Blizzard die Grafik von WoW überarbeitet und so eine, ja, sehr realistische und detailgetreue Grafik von WoW rausbringt. Vielleicht sogar, dass man sagt, okay, man macht das freiwillig. Man hat das ja schon mal freiwillig gemacht ich glaube, es war zu Legion-Zeiten, wo man die alte Grafik auswählen konnte und die neue zwischen den klassischen WoW-Grafiken und den derzeitigen WoW-Grafiken. Das hier ist natürlich nochmal eine ganz andere Grafikeinstellung und die Schwierigkeit, die ich da sehe, ist natürlich, dass viele Computer diese Grafik nicht durchhalten könnten. Hier sieht man auch mal, wie das auf einem Reittier ausschaut und irgendwie kann das Reittier jetzt hier Flammen dann gleich spucken und so. Also es ist schon beeindruckend, was man mit den Grafiken heutzutage anstellen kann. Wie gesagt, die Schwierigkeit, die ich dabei sehe, ist, dass WoW mit so einer Grafik eines seiner Alleinstellungsmerkmale verlieren würde, nämlich dass man das Spiel auf quasi jedem Computer einfach spielen kann ohne Probleme. Und mit dieser Grafik, schätze ich mal, müsste man sich schon einen aktuellen PC holen oder zumindest einen PC, der nicht älter als 3-4 Jahre ist, mit guter Ausstattung, um das dann spielen zu können. Aber dafür wäre natürlich auch die Möglichkeit gegeben, wirklich zu sagen, das Spiel guckt sich im Vornherein an, welche Möglichkeiten hat der PC. Kann ich diese Grafik auswählen oder gehe ich zurück auf die alte Grafik? Ich weiß nicht, wie es programmiertechnisch ist, diese Grafik zu machen. Hier nochmal ein Dankeschön an die Leute, die quasi mitgeholfen haben für das Video. Das wird auch unten in der Videobeschreibung dann nochmal verlinkt werden. Ja, wie anspruchsvoll es ist, so eine Grafik zu designen auf der einen Seite und dann gegebenenfalls zu checken, okay, kann das System, was das Spiel gerade verwendet, diese neue Grafik aufrechterhalten oder ist es zu schwach und ich gehe auf die alte Grafik. Ich weiß nicht, ob das dann quasi zwei verschiedene Spielprogramme sein müssen und ob man die zusammenführen kann, dass Leute, die mit neuer Grafik spielen, zusammenspielen können mit Leuten, die mit der alten Grafik spielen, wie kompliziert das ist. Aber ihr könnt ja mal wirklich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese Grafik, diese Art von Grafik findet, ob ihr gern mit so einer Grafik WoW spielen würdet und wie kompliziert es ist, so eine Grafik dann wirklich aufrecht zu erhalten, dass mit neuer und mit alter Grafik zusammengespielt werden kann. Okay, das war ein kurzer Exkurs mal zu einem Video, was eben eine neue Grafik hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auch bei weiteren Videos wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!